Verdammt, ey. Wo sind wir? Was mache ich hier? Wo bin ich? Was läuft hier? Was ist wo? Und wo bin ich? Und was zum Geier mache ich hier? Das sieht hier aber nicht gerade sehr freundlich aus. Wo zum Henker? Wie bin ich hier gelandet? Oh nein. Da bin ich doch glatt auf dieser Wiese ohnmächtig geworden. Ich war doch den Onguyanern auf der Schliche. Bin ich ohnmächtig geworden? Ich muss da wirklich ohnmächtig geworden sein. Diesen Wald. Oh Mann. Jetzt bin ich hier scheinbar gefangen. Irgendwo hier. Scheinbar. Wie es aussieht hier, wie ich im Dunkeln ein bisschen erkennen kann. Schein des Lichtes da draußen. In einer Art Bibliothek oder sowas. Was mache ich hier? Ich kann kaum was sehen. Es ist so dunkel hier. Ja, da bin ich. Hi. Leute. Hilft mir hier raus. Und da bin ich. Eingekerkert. Hier ein Gitter. Oh Mann. Wie komme ich hier nur raus? Hilfe. Ich will raus. Da draußen sind wohl die Onguyaner. Ich höre sie doch schon. Das sind auch typische Onguyaner-Laute. Oh Mann. Kann ich hier die Stäbe abbauen? Was soll ich hier machen? Oh Mann. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ein bisschen Real Talk. Ganz kurz. Dann kann es hier mit der Story weitergehen. Es ist hier wirklich ziemlich spannend. Gerade wie es ausschaut. Ja, wir sind hier irgendwo gefangen. In einem Haus der Onguyaner. Ja, ganz spannend wird es in dieser Folge. Nachdem die Winterpause jetzt vorbei ist und nachdem Minecraft Chimney beendet wurde, schließt das jetzt quasi direkt an die Folge, an die letzte Folge Minecraft Arno an, mit dem Titel, den, ich glaube, der Titel hieß irgendwie so, den Onguyanern auf der Schliche. Ja, lange ist es her, dass wir Minecraft Arno gespielt haben und jetzt geht's munter fröhlich weiter. Schauen wir mal, wie wir hier hinauskommen aus der ganzen Geschichte. Ja. Schaufeln wir uns hier mal raus. Das sind heftige Gitterstäbe. Bis wir die mal durch haben. Ich hoffe, da kommt uns keiner der Onguyaner auf die Schliche. Na komm, Zwerge, das kriegst du durch. Ja, das tut weh mit der bloßen Hand, da die Eisenstäbe durchzuhauen, aber da kommen wir noch nicht raus. Ja, da müssen wir hier oben noch was abbauen.
Ja, komm, kämpf dich durch. Ich weiß, die Hand blutet schon hier. Gegen die Eisengitter kämpfend schlagen wir uns dadurch. Na komm. Wir werden doch wohl noch aus so einem primitiven Oguiana-Käfig rauskommen können. So, raus hier. Huh. So, hier scheint irgendwas zu sein. Oh, ganz vorsichtig, die Oguiana sind schon in der Nähe. Oh Mann, eine Bibliothek ist hier oder so. Oh, 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 oh. Puh, hier sind wir in Sicherheit. Oha, die Oguiana da drüben, hier ist sogar ein Bett. Wir dürfen nicht aufhalten, wir dürfen den Oguiana. Ah, hier sind meine ganzen Sachen drin. Ja, cool. Wie primitiv, dass die das hier in der Kiste drin gelassen haben. Cool, mein Inventar haben sie einfach ganz gut aufbewahrt. Rüstung, das ist gut, das werden wir brauchen können gegen die Oguiana im Kampf. So, das Schwert, das nehme ich gleich in die Hand, mein treues Dia-Schwert. TNT haben wir ja auch noch ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass ich TNT hatte. Aber scheinbar habe ich das jetzt. Vielleicht haben sie das da auch gelagert drin. War das ihre Waffe? Ja. Ein Bettchen. Na, sehr schön. Können wir uns gleich mal abbauen. Erstmal müssen wir, glaube ich, hier mal die Oguiana ausschalten. Draußen scheint es schon Tag zu sein. Na, sehr schön. Oguiana, wo seid ihr? Da ist einer. Vielleicht lassen wir uns nicht besiegen. Ah, zack. Hui. Die können aber heftig zuschlagen. Oh Mann. Die Gesundheit ist nicht mehr ganz ultimativ. Warte, ich habe doch Melonen hier drin. Kann ich mich damit ein bisschen gesund machen. Wird vielleicht nicht ganz reichen, aber ja, ein bisschen. Ein paar Herzchen. Ja, Brot backen werden wir jetzt hier nicht können. Nein, wegschmeißen brauchen wir es trotzdem nicht. Fackeln wären jetzt nicht ganz schlecht. Eine Werkbank hier irgendwo. Ich will mal die Bibliothek nehmen an. Ja, scheinen, erleuchten. Ein Wassereimer, das kann man bestimmt gebrauchen. Andersit, ja, das ist garantiert Oguiana-Zeugs. Müssen wir hier vielleicht mit TNT ein bisschen handhaben. Aha. Kann ich also nicht stapeln. Okay. Entzünden. Ah, hier sind Fackeln. Warum habe ich die denn nicht gesehen? TNT. Ich werde doch wohl noch TNT anzünden können. Feuerzeug. Ach, verdammt. Wir kriegen doch jetzt keinen Feuerstein her. Der schnelle. Wo soll ich denn das Feuerstein herkriegen? Lassen sich scheinbar nicht so aktivieren. Oh, Oguiana. Oh. Ha, ich werde angegriffen. Von wo? Oh Mann. Hilfe. Okay. Okay, der ist ein bisschen mächtiger. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich habe nicht so viel Power. Nein. Verdammt. Ein bisschen Energie. Die Oguiana. Die können ziemlich viel. Viel zu viel. Wir sind denen trotz Diamantschwert nicht wirklich
Hier kann ich nicht schlafen. In dem Bett. Oh Mann. In der Truhe ist nichts mehr. Verdammt. Wir müssen hier entkommen. Wir müssen in unserer Zelle entkommen. Irgendwie müssen wir hier weg. Licht. Schnell weg hier. Verdammt, Hilfe. Hier raus. Sind hier Orujana? Im Nachbarzimmer. Oh nein, ich höre Spinnen. Und da ist ein Sackgasse. Verdammt, 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 verdammt. Geh mir weg. In Orujana. Oh Mann. Gar nicht gut, wir werden hier belagert. Nur belagert und Spinnen höre ich auch. Verdammt, Axt. Das ist ja der Käfig, da ist der Raum. Wir müssten das Tier hier irgendwie anzünden können. Das wäre nicht das Beste. Oh Mann, wo sind wir jetzt hier? Weg hier. Weit weg von den Orgulianern. Hier sind keine mehr. Oh Mann, raus aus dieser Hütte. Da geht's in die Freiheit. Hier runter. Oder was? Raus hier. Erstmal in Sicherheit. Boah, das ist hier schon mal ein großes Landhaus. Wie es aussieht. Ein prächtiges Gemach. Wir nehmen uns den Teppich mit. Hier scheint scheinbar kein Orgulianer mehr zu sein, hier unten. Roter Teppich, das kann ich hier brauchen. Und die Orgulianer, die brauchen das nicht. So ein schönes Haus für die Orgulianer. Nee, das können wir denen nicht. Unsere Feinde. Die kriegen das nicht. Wenn ich noch ein bisschen Feuerstein hätte. Könnte ich mir hier ein Eisenbahn und ein Feuerzeug. Ja, wo kriegen wir das denn her? Können wir hier die TNT zünden? Nur ein bisschen Feuer. Fackel wird es nicht bringen. Ja. Das Bett hätten wir eigentlich abbauen sollen, was da oben ist, aber da wollen wir jetzt nicht mehr hochgehen. Da ernte ich hier mal ordentlich. Da hinten ist es wieder dunkel. Dunkle Orte sind nicht so das Beste. 59 haben wir, okay. Vorsehen. Gut ausleuchten. Und nicht in eine Falle tropfen. Da habe ich auch ein bisschen Angst. Hier gibt es offensichtlich eine Leiter nach oben. Okay. Schwarzeichensetzling. Okay. Können wir uns mitnehmen. Schadet nicht. Okay. Noch mehr Schwarzeichensetzlinge oder was? Hier ausgestellt. Was die Urianer hier so alles machen. Ein Raum voller Schwarzeichensetzlinge. Alles klar. Baumpflanzungs... Vorhaben. Okay, ein Pflanzungsraum. Das ist ja fast ein edles Vorhaben. Edle Vorhaben von Orgulianern. Ja, das glaubt man ja fast nicht.
Tatsache. Schwarzeichen wollen sie hier pflanzen. So, vorsichtig hier reingucken. Grauer Teppich. Aha. Das sieht auch hier so ein bisschen käfigmäßig aus. Was die hier vorhaben. Müssen wir ja glatt erkunden. Oh oh, ich höre Orguiana. Nein, nein. Die sind uns auf den Schlichen. Oh oh. Vorsichtig. Ja, da wirbelt mein Handy. Wir sollten hier die Treppe abbauen, damit sie nicht runterkommen. Draußen ist es nachts. Diese Geräusche sind nicht gut. Die Geräusche. Die machen mir Angst. Hier sind wir tragischerweise in der Sackgasse. Das TNT zünden müssten wir können. Das Haus der Orguiana. Hier ein weiterer langer Flur. Oh Mann. Sollten wir uns wirklich nicht zu lange aufhalten. Oh Mensch. Wo ist der Orguiana? Ich höre sie doch. Spinne ist auch ganz in der Nähe. Die werden hier wütend sein, dass wir hier den Teppich abbauen. TNT. Können wir das Ganze hier mal in die Luft jagen, die ganze Treppe. Hier. Das ist in meiner Hütte, in meiner Wohnung, da hätte ich bestimmt was, aber hier so in der Wildnis. Ja. Ein bisschen Holz noch mitnehmen. Naja. Nicht so. Psst. Ist nicht so laut, das Fenster einwerfen. Die hören uns doch. Orguiana. Fenster. Ach ja, konnte ich auch nicht mitnehmen. Na, so ein Mist. Das ist weißer Teppich oder weißer, hellgrauer. Grauer Teppich. Den nehmen wir auch noch mit. Wo wir schon mal hier sind. Weit hinter, dass ich den roten Teppich noch zu Ende abbaue. Ich will hier eigentlich so schnell wie möglich verschwinden. Raus hier. Diesem bösen Haus. Von Orguiana drin wohnen, da kann es ja nicht gut sein. Na gut, ich baue hier noch ein bisschen ab hier. Teppich. Können wir gut gebrauchen. Hat man bisher noch keinen. So viel roten Teppich, da können wir ja das ganze Dorf auslegen. Das ganze Dorf ist wieder wahnsinnig übertrieben, aber ja. Können wir glatte Wege machen. Ich höre Orguiana. Oh Mann. Kommt mir nicht zu nahe. So ist es Tag. Raus hier. Weg. Nix wie weg. Okay. Das ist eine Art Pilz. Das Pilz oder was? Oh nein, da greift mich doch wieder was an. Oh, Zombie, 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 Zombie. Das fehlt mir jetzt noch. Nur einfach ein Zombie besiegt zu werden. Lasst mich alle in Frieden. Okay, Birkenblätter. Pilz haben wir hier noch nicht gesammelt. Hier habe ich ein bisschen Erde. Man hat irgendwie immer Erde im Inventar. Wenn man etwas hat, dann ist das doch. Ja, Erde. Ein Dirt. Ein Trick. Ah, okay. Klötzer gibt es hier nicht wirklich, aber so ein bisschen davon, was auch immer das ist. Pilz.
leckerer roter Fliegenpilz. Ja, ich weiß nicht, ob man das essen kann. Kann man bestimmt hier in Minecraft. Na, das ist mein Stück Erde. Ernten wir mal den Pilz hier ab. Kann man bestimmt irgendwo viel noch gebrauchen. Ah, okay. Ist jetzt eher unklug, weil dann fällt das noch runter. Und wir kriegen es nicht. Ah, oder wir fallen runter und wir kriegen es nicht. Ja, komm, nicht so häufig fallen. Ich habe keine Nahrung mehr. Wenn ich hier noch sterbe. Sollte ich den essen? Ist der... gibt den Pilz unbedenklich oder sterben wir da jetzt dran? Ein Schwein. Es tut mir schrecklich leid für dieses Schwein. Ich brauche gerade was zu essen. Tut mir echt leid. Ich brauche dein Fleisch. Ich würde mich ja von Brot ernähren. Ich habe ja auch in meiner Bude einiges an Fleisch. Ich meine an Brot natürlich. Und da jetzt hier muss ich von dem Fleisch leben. Wo sind wir? Wo zum Geier haben die uns hin entführt? Ist noch ein Pilz. Das Pilzkönigreich. Ja. Zu Mario. Nee, den will ich jetzt nicht abbauen. Wir haben schon genug Pilz gesammelt. The Peach und Mario. Das Pilzkönigreich. Ja. Da schon wieder ein. Schon wieder ein Pilz. Pilze. In den Pilzlanden. Den Berg mal schauen, wo wir sind. Machen wir uns ein bisschen Ausblick von da oben. Ja, das Haus habe ich jetzt nicht komplett ausgeräumt. Da sind ja auch noch die Oguyana drin. Da fühle ich mich ein bisschen zu auch mit meinem Dia-Schwert und meiner Rüstung. Trotzdem, ja, wir sind nicht ganz. Wir wollen wahrscheinlich auch ein bisschen von den Oguyanern, ja, gefoltert scheinbar nicht, weil mir geht es noch einigermaßen gut. Die haben mich trotz der Gefangenschaft gut behandelt. Das muss man ihnen auch irgendwie zugute lassen. Aber mir ging es schlecht. Also ich habe ein paar Herzen verloren. Also ganz kampffähig war ich nicht. Also hundertprozentig einsatzfähig. Kann ich nicht behaupten, dass ich das war. Da drüben. Ja, wir müssen uns hier irgendwie das den Bereich hier merken. Dass wir hier mal hinkommen. Und TNT markieren. Naja, wenn man hier sieht, man das. Wenn da oben auf den Berg TNT setzen. Damit wir wissen, ob wir einen Strich in der Landschaft haben. Da unten ist eine ganz interessante Höhle, wo wir jetzt bestimmt nicht reingehen werden. Und es fängt an zu regnen. Natürlich. Was auch sonst. Okay, ganz viele Gebirge. Na, dann finden wir mal wieder nach Hause. Ja, wo haben die uns hingebracht? Das ist hier die große Preisfrage. Hier scheint es schon ziemlich hoch zu sein. Hier schneit es ganz heftig. Ist schon ein hoher Gipfel. Bestimmt auf der Höhe
meines Dorfes. So, TNT. Dann bauen wir hier mal die Höhe. Das ist doch die Höhe. Ja, hier mal einen Strich in der Landschaft. TNT. Lass mal hier, obwohl könnten wir uns ein bisschen was mitnehmen, oder? Würde nicht schaden, das mal auf Lager zu haben. Kann ich mir ein, zwei von mitnehmen. Dann ein bisschen was zu haben. Bestimmt nicht übel. Haben wir jetzt ein bisschen vergeudet. Bartkratz. Ja, sag mir, wo sind wir? Da unten ist ein bisschen Lava, ein Lavafeld. Ja, wir gehen natürlich genau hin. Oh wei, wir sind ganz weit oben. Wir können tief fallen. Vorsichtig. Ich will noch nicht sterben. Ich will heute nicht sterben. Oh. In der Höhle. Da auch nicht unbedingt reinfallen. Oh wei, zu hoch gestiegen. Nur wer hochsteigt, kann tief fallen. So sieht's aus. Wow, da sollten wir uns nicht runtergraben. Da geht's ins Nicht, wie es ausschaut. Ja, da wären wir, glaube ich, gefallen, oder? Ja, hier fallen wir weit runter. Suchen wir uns den richtigen Weg nach unten. Einen möglichst sicheren Weg. Oh wei. Gefährlich nah am Abgang, Abhang, am Abgang. Ja, das auch. Ein Bettchen haben wir. Da können wir uns erstmal die Nacht in Sicherheit bringen. Ja, aber hier auf dem Hang, ja. Ich habe keine Spitzhacke, wir müssen uns mit dem Schwert hier irgendwie reingraben. Einmal hier irgendwie drinnen Zuflucht finden, dass wir nicht zu nah am Rand schlafen und morgens aus dem Bett aufstehen und zack, sind wir rausgefallen. So, ein Bett dürfte hier noch hinpassen. So, schlafen. Gute Nacht. Und da ist es wieder Tag. Sehr gut. So, wie tief ist das? Ah, ist irgendwo Wasser oder so, wo ich hinspringen kann. Ich will hier wirklich nicht meine Herzen verbrauchen. Mein Diamantschwert, das tue ich hier verbrauchen. Zählt zwar ein bisschen, aber ja. So, hinauf da. Okay, Kies. Sachte. Okay, da drüben sehe ich Wasser. Ja. Am Hang entlang hangeln. So heißt es ja auch Hangeln. Oh, sollen wir es mal versuchen? Sollen wir es wagen? Ah, das ist ziemlich weit. Könnte ich mir alles brechen. Oh wei. Oh wei, Haferbrei. Dumme Sachen machen. Ich glaube, das Wasser ist viel zu weit weg. Das schaffen wir nie.
Ich will nicht sterben. Nein. Das wäre so blöd. Können wir irgendwie anders runterkommen? Nee, das ist zu hoch. Kann ich so weit springen? Das wird doch nichts. Nee. Vertraue mal lieber nicht auf mein Glück. Wäre wahrscheinlich nur pure Dummheit, da zu springen. Ich kenne mich da nicht mit Minecraft genug aus, um zu wissen, wie weit die Sprungreichweite ist. Ja. Der Erdfahrstuhl, der bringt nur in die Höhe was. Wenn wir uns da so lang bauen. Das ist ja hier. Das ist ja hier eine Geschichte. Wie kommen wir hier runter? Und wollen wir überhaupt runter? Es ist doch vielleicht besser, oben zu bleiben. Fragen, nur Fragen. Da sind wir unten und da sind Lamas. Okay. Und Schafe. Schafe und Lamas. Die Lamas, die greifen wir am besten nicht an. Die sind immer sehr... Die werden immer sehr schnell wütend. Cool. Erkennt man, braucht man ja nicht.